Hey Leute, ich bin's Benni vom Aquaporistenkanal und die Insassen in diesem Stracciatella-Joghurtbecher dürfen gleich hier in den grünen EBC rüberwandern. Was das für Tiere sind? Ja, ich war wieder unterwegs, wollte die europäische Flussgarnele fangen und ich habe Hinweise von euch bekommen, dass die im Mittellandkanal wo sind. Eigentlich wollte ich da ja gerne mal nachts hin, dann mit Lampe entsprechend. Leider hat sich das nicht so ergeben. Ich meine, ich wollte jetzt auch nicht extra nur nachts deswegen zum Mittellandkanal hinfahren. Fahre ich doch ein bisschen. Und bin halt da gerade dran vorbeigefahren, dachte, ich versuche es nochmal, drehe eine Menge Steine um, versuche in diesen Algen dort überall zu keschern. Mit wenig Erfolg, sprich, ich habe keine einzige Garnele gefangen, ich habe auch sonst eigentlich nichts Lebendes gesehen, abgesehen von ein paar ertrunkenen Käfern, also die waren jetzt auch nicht mehr lebendig, aber man konnte wenigstens erahnen, dass sie mal lebendig waren, bis ich dann die Steine umgedreht habe. Da unten drunter gab es ein paar Gammariden, sprich Bachflohkrebse, das ist so das, was den Garnelen vielleicht noch am ähnlichsten ist oder am nächsten kommt. Und das, was dort auch jede Menge war, also die Steine von oben sieht man nichts, Steine umgedreht, alles komplett voll mit den Zebramuscheln. Ich habe die jetzt hier in diesen Stracciatella-Pot reingetan und ja, hier sind sie, machen wir sie auf. Die haben sich hier drin jetzt schon festgesaugt, also festgesaugt ist nicht ganz korrekt, denn die machen ja solche Byssusfäden. Das heißt, die haben so kleine, ja, wie soll man das nennen, spezielle Verankerungsfäden, die können sich also minimal bewegen, indem sie halt ihren Fuß rausholen und sich dann so ein bisschen voranziehen und dann auch entsprechend verankern mit diesen Fäden. Ähnlich wie die Miesmuscheln, da kennt ihr das vielleicht, bilden die auch so richtige Bänke aus, wenn man sie denn lässt. Ich hatte ja jetzt hier so eine Handvoll mitgenommen, die haben sich also über Nacht hier schon gut in dem Pott verankert. Ich habe sie jetzt rausgenommen und wir werden sie hier in dieses grüne Wasser hineingeben. Das ist jetzt ein IBC, der ständig gespeist wird von diesem Dach. Ihr seht, hier kommt das Fallrohr runter und da sind keine Fische oder sowas drin. Auch sonst recht wenig Larven. Ich weiß es nicht, ab und zu sind mal, also Chironomidenlarven sind definitiv drin, sprich rote Mückenlarven, aber sonst eigentlich nichts, was ich so wüsste. Vielleicht ab und zu noch mal ein paar Eintagsfliegenlarven. Jedenfalls keine Libellenlarven oder sonst irgendwas. Spannend ist, die hier sind ja im Prinzip eine invasive Art. Das heißt, auch da wieder ganz besonders aufpassen, dass sie nicht in irgendwelche einheimischen Gewässer hier ausbüchsen können. Die haben für Muscheln relativ besonders freischwimmende Larven. Das heißt, die heften sich nicht, so wie die Teichmuscheln, irgendwie an die Fische mit dran oder brauchen da jetzt auch irgendwie Fische zur Verbreitung. Die können das ganz von alleine machen, sich ganz von alleine verbreiten. Das heißt, die kann ich hier auch ganz alleine in diese EBCs reinsetzen oder in diesen EBC reinsetzen und hoffen, dass sie sich da drin vermehren. Das wäre, denke ich mal, ganz witzig. Man kann sie theoretisch auch essen, mache ich jetzt hier nicht. Ich will einfach nur mal ausprobieren, wie gut die Filterleistung ist, ob sie diesen grünen IBC hier sauber kriegen und ob ich nachher vielleicht irgendwann Ende des Jahres oder nächstes Jahr die ganzen Wände von dem IBC hier voll mit diesen Muscheln habe. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich setze die jetzt einfach hier rein. Die mache ich jetzt auch nicht sonderlich fest oder so, das können die ja von selber machen. Auch wenn ich nicht weiß, wie weit diese größeren Exemplare selbst noch laufen können, können diese ganz kleinen hier, die sind ja nur so, ja, 5 mm groß. Huch, eine ist schon runtergefallen. Wo ist er hin? Da ist er. Soll natürlich nicht im Gras liegen, sondern dort reingehen. Hier haben wir noch ein paar sehr kleine Exemplare. Ich gieße das Wasser mal ab. So, das heißt, es sind nur noch diese ganz kleinen Exemplare hier drin. Die schmeiße ich jetzt auch noch hier rein. Plumps. Und wir werden sehen, was passiert. Ansonsten sind die eigentlich für die vor allem Zugvögel ganz interessant. Da gibt es Studien zu, habe ich jetzt nur mal, als ich schnell gegoogelt habe, gleich gesehen, dass also die Vogelpopulation, gerade am Bodensee, wo die eingewandert sind, da ist eben sehr viel Biomasse von diesen Muscheln. Und die Zugvögel, die dort also vermehrt auftreten, oder auch Wasservögel fressen die offensichtlich auch im großen Maße, sodass dann die Biomasse von den Viechern auch wieder schwindet. Nichtsdestotrotz, Einwanderer, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Ich bin mal gespannt, wie gut die sich hier machen, wie stark die sich nachher auch vermehren und ja, ob es überhaupt genug Futter da ist, ob es ausreicht hier, diese Brühe hier. Ich bin gespannt und wir warten auf ein Update. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Zebramuscheln schon mal im Teich hattet oder vielleicht sogar im Aquarium, vielleicht auch direkt sonst irgendwo gesehen. Würde mich wirklich interessieren.
Zebramuschel, da gibt es verschiedene Namen für, auch Dreiecksmuschel oder irgendwelche anderen Fantasienamen. Ich werde hier unten drunter nochmal den lateinischen Namen runterschreiben, aber eigentlich ist die relativ unverkennbar. Ich denke, da sollte es zu keiner Verwechslung kommen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.